So, ich bin da beim dritten Teil. Wir haben hier ganz viel Gedöns dann drauf und oh mein Gott. Das schöne Papier habe ich jetzt kaputt gerissen und nee, es waren jetzt. Ach nee. Guckt euch mal diese Riesenbox hier an. Oh, nee, ich habe keinen Platz hier. Ich muss das alles gerade mal ein bisschen, oder? Moment, wir machen das so. Ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz hier vorne. Oh, ist da viel Schnulli drin. Was ist denn das hier Niedliches? Oh, was hast du hier alles eingepackt? Süß, das sind so kleine Äpfel mit Gesicht. Totenköpfe. Oh, schön. Oh, die sind auch so hübsch. Die gibt es ja, glaube ich, auch beim Teddy oder Kick oder so, aber die sind mir zu teuer. Ich habe da zwar auch schon mal so vereinzelt, glaube ich, das waren Sterne oder so, mitgenommen, aber oh, die kosten 1 Euro und dann ist wirklich nur hier so ein bisschen hier drin, ne? Also, oh, die sind echt hübsch. Oh, hat hier schön auch was verziert. Kleine Herzchen. So Halbperlen für Karten basteln oder ja, was auch immer. Ja, ganz viel Gedöns, ne? Oh, die sind ja schön. Die sind richtig schön. Da könnte man zum Beispiel auch so eine Ohrringsplatte, was ich gemeint habe, ne? Das wären auch schöne Ohrringe. Hier sind so ein bisschen auch so Halbperlen. Oh, so große Acrylschlüssel. Ohne Scheiß würde ich mir auch bei den zwei roten einen Ohrhaken dran machen. Ja, würde ich tragen, ohne Witz. Ich bin da schmerzfrei. Ich würde auch so große Ohrringe tragen. Ich trage sogar so große Ohrringe. Also mir darf das nicht klein und dezent sein oder selten. Oh, die Tüte Halloween. Ja, da habe ich auch welche gehabt, habe aber einige schon weggegeben. Jetzt habe ich auch wieder eine. Ganz niedliche Herzen sind hier drin. Hier sind so Flügel. Jetzt fällt alles zusammen. Flügel in so Pastellton. Da habe ich ja mal mein Glas mit, aber da hatte ich sie in Lila. Und da hatte ich ja dieses Teddybär, diesen Teddy aus Fimo. Den habe ich die so hinten mit reingesteckt. Und da sieht das jetzt so aus, wenn der Flügel hat. Dieses Glas. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Das ist auch toll, das Glas. Kann ich jetzt wieder Teddybären mit Flügeln machen? Hier sind so Schlüsselchen. Oh, die Schlüssel. Ich glaube, da habe ich auch mal einen blauen oder so von dir bekommen. Habe ich hier nochmal so einen Batzen. Die Schleifen sind auch schön, ja. Ich glaube, die kenne ich, aber nicht durchsichtig. Weiß es jetzt gar nicht. Ah, die meinte ich, genau. Die hier, ja, so ähnlich sind die. Die habe ich auch von dir in verschiedenen Farben. Ich glaube, da habe ich noch grün und blau. Kann man halt schön am Pocketletter mitverwenden, ne? Weil es schön leicht und ja, sieht süß aus. Mit so einem Schliff, so eine schönen Rosen, ja, natürlich, Rosen. Herzen natürlich. Hier sind auch nochmal solche hier. Schleifen gehen immer. Sterne, Schleifen, Herzen, das kann man immer mitverwenden. Hier sind so Bonbons. So Tropfen, auch sehr hübsch. Gott, das nimmt kein Ende, Svantje, du bist doch verrückt. Oh, die sind auch schön, die Blumen. Ja, Blumen kann man immer verwenden, ne? Die könnte man auch, da könnte man das hier abklicksen und in die Papierblumen zum Beispiel vom Teddy mit in die Mitte machen, ne? Also das, denke ich, sieht auch ganz gut aus. Ja, ich krieg schon wieder hier Ideen. Schlüsselchen. Oh, die sind auch schön. Schön, ne? Ich sag ja, heute ist das Wort schön. Was war schon alles? Geil, mega mäßig. Ja, heute ist schön, ne? Ja, die Kelche sind sehr, sehr toll. Oh, die liebe ich auch hier. Da habe ich auch welche von dir schon, das weiß ich. Weil die verbrauche ich immer nicht. Die liegen da rum und ich denke, nee, komm, nimm lieber ein anderes Gedöns, was du da dran hängst. Das ist zu schade, ja. Diese Bonbons sind so niedlich, an die kommst du nicht mehr ran. Ja, danke, danke, danke. Jetzt kann ich doch mal welche benutzen, ne? Du weißt ja, umso mehr man hat, desto ja, leichter fällt einem das. Auch wieder so schöne Perlen mit so einem Ölschliff. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig, ne? So ein bisschen ölig sehen die aus. Oh, wunderschön sind die. Ah, diese doofe Kamera. Da liegt einfach zu viel im Hintergrund rum, ne? Da will er das nicht so zeigen.
Das sind so, ja, weiß ich auch nicht, aber kann man auch überall mit dranhängen. Sieht, ist auch mal interessant, mal was anderes. Nicht direkt eine Perle, aber sieht sehr hübsch aus. Dann Mond. Das sind, ah, hier ist das Löchlein, also auch so Perlen. Sieht auch sehr hübsch aus, so ein bisschen transparent, oder was heißt bisschen, die sind transparent. Denn hier in Schwarz, die habe ich auch schon von dir. Für Halloween perfekt. Denn hier so, die sehen aus wie so Dragees, wie so Eier, also wie diese Ostereier, die man so süßigkeitenmäßig kaufen kann. Ja, so sehen die aus. Muss man echt aufpassen, dass die Kinder die nicht erwischen und essen. Hier haben wir kleine Schmetterlinge, die sind auch hübsch, in richtig schönen Blauton. Nochmal schleifen in, auch in so einen schönen Blau. Oh, die sind auch schön, die funkeln schön. Die sehen wieder so ein bisschen aus wie Glas, ne? Hallo? Kamera? Genau, also die sehen so richtig gläsern aus. Naja, will heute das nicht scharf stellen. Verdammt. Blödes Ding hier. Hallo? So. Bleib doch mal so. Ne? Hier sind so Blümchen. Oh, Glocken. Cool. Habe ich auch irgendwo, aber fragt mich nicht, wo ich die habe. Das bleibt jetzt alles hier drin. Da weiß ich gleich, wo es ist. Dann sind hier, was ist das denn, kleine Herzen, ne? Genau, die packe ich dann gleich wieder hier rein. Oh, die Sterne sind auch schön, ja. Die sind schön. Richtig toll. Dann haben wir hier so eine, ja, wie Blätter, kann man sagen. So ein bisschen Blätter, aber schöne Farbe hier. Dieses Petrol. Auch das Fuchs hier sieht schön aus. Oder hier dieses Grünliche. So metallisch. Metallisch. Ja, die gehen auch immer, diese schönen Rosen aus Metall. Die sind auch sehr, sehr toll. Gibt es ja immer in verschiedenen Größen. Da sind auch verschiedene Größen drin. Ist ja so klein. Und die großen finde ich besonders toll. Oh, die sind auch schön. Die habe ich, glaube ich, in... Ach, hier sind sie in rosa, genau. Die habe ich in rosa von dir. Die hast du mir schon mal mitgeschickt. Oh, die sind schön, ja. Sehen aus wie kleine Pfeffi-Bonbons so, ne? So Bonbons irgendwie. So Sahne, Karamell, Erdbeerbonbon. Nur halt kleiner. Hier sind so lustige Herzchen mit Gesicht. Auch sehr, sehr süß. Hier haben wir Lollis. Also Lollis, ne? Alles klar. Schneid's raus. Geht nicht. Mach weiter. Okay, also hier haben wir Schnuller. Auch sehr, wie kam ich jetzt auf Lollis? Hab ich auch keinen gesehen hier. Keine Ahnung. Sehr, sehr hübsch. Die hatten wir uns als Kinder immer früher um den Hals gehangen. Da gab es ja verschiedene Größen. Und die ganz Großen haben uns immer um den Hals gehangen und quasi immer wieder auf die Kette und neuer dran, weil man einen neuen bekommen hat. Und ja, irgendwann hatte man den ganzen Hals voller diesen, ja, kennt er vielleicht auch noch. Müsste man sich eigentlich schon wieder Ohrringe mitmachen, wäre schon wieder cool. Wenn man schon wieder, ist ja im Moment so 80er, 90er Jahre wieder voll im Trend, gerade die Musik und die Partys und was da so alles stattfindet. Da könnte man echt mal solche Ohrringe tragen. Ah, Totenköpfe, ja, die liebe ich, diese Perlen. Also generell, egal welche Farbe, ob die schwarz sind, ob die weiß sind, ob die Pastell oder keine Ahnung. Ich liebe diese Totenkopfperlen, die sind so, so schön. Nochmal hier so eine Herzen. Die waren doppelt, die hat man vorhin schon in der Tüte. Dann haben wir Schleifen. Die sind auch sehr, sehr schön. Habe ich auch schon von dir, aber macht überhaupt nichts. Freue ich mich, dass ich das doppelt und dreifach jetzt habe. Was haben wir hier Schönes? Auch kleine Bonbons. Sind auch sehr, sehr hübsch. Oh, so viel. Das ist der Wahnsinn. Hier ist ein Schloss als Herz. Boah, jetzt kann ich nicht mehr sagen, ich habe kein Gebamsel. Echt nicht. Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Hier sind so kleine Teddys, die auch sehr, sehr hübsch sind. Hier haben wir kleine Herzen. Und die sind so schön bauchig so. Die sind fast wie Perlen. Also entschuldigt, das wackelt heute wie verrückt hier. Aber ja, ich gucke jetzt auch nicht, ne, dass ich mich jetzt hier mal ordentlich hinsetze oder so. Ich hänge hier eigentlich wie so ein Schluck Wasser. Mein Kaffee ist hier hinter, unter den ganzen Berg hier vergraben. Finde ich den wieder. Ja, hier hinten ist er. Der ist jetzt kalt, aber das macht nichts. Ja, also die sind echt schön, weil die so ein bisschen bauchig sind. Ah, hier sind die Flügel in lila, die ich vorhin gemeint habe, bei den Teddybären. Ah, schön. Gott, das nimmt kein Ende. Also, das ist der Wahnsinn.
Nur diese eine Kiste sind schon 10 Minuten, ja, ist der Wahnsinn. Also du wolltest lange Videos, also jetzt hast du ein paar Teile. Aber hier ist noch was Großes drin und der Block und ja, ich mache erstmal die Sache hier. Die sind auch schön mit der Schleife hier, die Herzen. Da stelle ich mir so richtig vor, dass man vielleicht aus Fimo oder so, so eine Prinzessin-Kette bastelt, ne? Und dann eben als Gebamsel so ein Herzchen hier dran macht. Oder, ja, weiß ich nicht, von einer, dass sie das so in der Hand hält oder so irgendwie. Ja, da fängt meine Fantasie gleich an zu rattern. Hier, diese habe ich auch, die kleinen Schmetterlinge, sind auch sehr, sehr hübsch, so klein, ne? Ah, hier sind die Sterne, was ich meinte vom Teddy. Sehr, sehr hübsch. Auch sehr toll. Ah, die sind alle toll. Ich kann bei jedem, was ich jetzt hier raushole, kann ich jetzt sagen, oh toll. Ist aber so. Hier auch wieder. Kann man, ja, auch eine Fimo-Figur, so ein Mädel wieder basteln und dann oben halt hat man gleich eine Schleife, ne? Darf man natürlich nicht mitbacken, das würde ja schmelzen, aber danach so irgendwie. Ah. Oh, nee, ich kann jetzt nicht mehr sagen, oh, das sind Hello Kitties. Das sind kleine Hello Kitties in transparent, oh, süß. Ja, kann man das erkennen? Nee, wa? Will er nicht. Der Doofkopf heute hier. Hallo? Jetzt. Das sind ganz kleine Hello Kitties in transparent. Oh, auch geile Farbe. So ein richtig schönes Lila. Totenköpfe in Lila. Hier sind so kleine Eis. Sind auch cool. Kann man hier überall Glitzersteinchen reinkleben, wenn man so kleine Glitzersteine hat. Hier kann man wieder Ohrringe draus machen. Gut, die haben jetzt das Loch, aber vielleicht kann man da irgendwie, ne, das verdecken oder was draufkleben. Ja, da machen sich diese Clip-Ohrringe ganz gut. Das braucht man dann hinten nur irgendwie dran machen, ne, und dann hat man so. Ach, cool. Ja, hier ist wirklich gar nichts dabei, wo ich sagen könnte, ach nö, brauchst jetzt nicht so wirklich. Kann alles, ist alles toll. Hier sind so Sterne in transparent. In so einer coolen Tüte wieder. Die Tüten sind cool, die gefallen mir. Und ich glaube, jetzt habe ich alles. Ganz, ganz tolle Schmetterlinge in einen so rotbärigen Ton. Ja, sieht auch gut zusammen aus, ne? Puh. Muss ich erstmal Luft holen. Swantje, du bist der Wahnsinn. Guckt euch das doch mal an hier. Das ist, ich krieg das gar nicht mehr so rein, wie du das hier reingepackt hast. Wow. Ja, so eine Box kann man natürlich immer gebrauchen, ne? Diese, das bleibt auch hier so, wie es ist drin. Oh, geil. Oh, danke, 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 danke. Das ist wirklich so viel. Ich meine, du hast gesagt, du hast ja, viel eingepackt, aber so viel, also das ist ja jetzt echt, bist echt verrückt, wirklich. Und ich kann wirklich jetzt nicht mehr mit der Ausrede kommen, ich habe nichts, was ich dranhängen kann. Nee, schaut euch das mal an hier. Oh, das ist der Wahnsinn. Puh, wohin? Kein Platz mehr, hier an die Seite. So, dann haben wir hier, hier sind so lauter Organza-Beutelchen drinne. Die mag ich ja auch sehr. In ganz vielen verschiedenen Farben. Ich denke mal, dass ich die jetzt drin lasse, weil, ne, man kann es ja sehen. Ganz viele verschiedene, die kann ich, ach, ich liebe diese Tütchen, ne? Ihr seht, ganz viele verschiedene in allen möglichen, ja, hier bedruckt mit Blumen und mit denen und mit denen. Und hier mal ganz einfach lila. Also ganz viele verschiedene. Richtig, richtig toll. Oh, nee. Und hier ist was riesengroßes noch drin, ne? Da bin ich ja gespannt, was da drin ist. Hier ist so eine Embossing-Schablone irgendwie, ne? Muss ich mal gucken, ob ich die überhaupt... Die sieht ja sehr groß aus. Die kriege ich ja gar nicht in die Doppel-Duo rein, oder? Ja, notfalls kann man vielleicht auch ein Stück abschneiden. Das ist jetzt auch nicht... Müsste ja eigentlich gehen, oder? Oder ist das so harte? Muss ich mal gucken. Wenn notfalls schneide ich hier ein Stück ab. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Kann man mich hier sehen? So ein bisschen, ne? Ja, hier gibt es so die verschiedenen... Ich habe auch irgendeine gesehen, aber ich glaube, die war gar nicht drauf hier, oder? Keine Ahnung. Also vielen lieben Dank, Swantje. Dann haben wir einen Block, der liegt ganz unten. Oh, und der ist so toll. Und den weiß ich ja, den kenne ich ja schon. Du hast mir gesagt, dass du mir den besorgst. Und oh, ist der toll.
Ja. Da habe ich ja fast Herzrasen gekriegt, wo du den gezeigt hast. Ja, den kann ich jetzt schlecht zeigen, aber er ist maritim und schaut mal hier mit Fischen und hier so, ne, was weiß ich, so Algenkram. Oh, der ist so toll. Schaut mal hier, das hier. Metallisch. Oh. Echt, da geht einer ab, oder? Wenn man das Papier anguckt. Ja, mir jedenfalls. Das ist auch schön. Das ist so die. Ich glaube, es ist eine Frangipani-Blüte. Heißen die so? Ich glaube, das ist eine Frangipani. Vielleicht spreche ich es auch falsch aus, aber ja, keine Ahnung. Oh, hier. Ja, da könnte ich mir vorstellen, dass ich mir die einzelnen Sachen rausschneide. So, diese einzelnen Fische und so. Oh, der ist so toll. Der ist so geil. Der ist so schön. Oh, der ist traumhaft, wirklich. Oh, der ist so, so geil. Hier kann man noch mal vorne sehen. Mega, mega, mega der Block. Ja, den muss ich jetzt wieder in den Karton packen. Denn jetzt ist ja noch ein riesen Paket. Da steht eine 1 drauf. Wieso steht denn da eine 1 drauf? 1 und 2 steht da drauf. Ja, jetzt muss ich überlegen, ob ich noch mal einen Teil mache. Weil das. Was haben wir hier? Oh, Amy und Tim. Oh, erstmal Amy und Tim. Oh, die sind so niedlich, die zwei. Das ist bestimmt, ich vermute es, auch so ein Nemo-Papier oder irgend sowas, ne? Könnte ich mir vorstellen. Oh, das hast du so schön alles eingepackt. Das Große sieht ja auch wahnsinnig schön aus. Oh ja, das ist so, auch so ein. Ja, hier, das, was sind das? Das Briefpapier, ne? Oh, so süß. Ach, nee. Oh. Und die Farben heute, also heute ja, doch die Farben, dieses Mint und das passt alles so zusammen, ne? Also das ist alles so aufeinander abgestimmt. Ist das mit Absicht gewesen oder war das jetzt Zufall, dass alles so türkis und Mint ist? Ach, so süß. Hier hinten hat es zugeklebt. Oh, ich will das nicht kaputt machen. Nö. Oh. Was, wie mache ich denn das jetzt am besten, am dümmsten auf? Ich will das nicht kaputt machen. Ach Mann. Ich schneide es jetzt hier einfach auf. Oh, ich will die Tüte eigentlich nicht kaputt machen. Ich bin böse. So. Ich glaube, hier mache ich ein extra, ne? Oh, hier sind so ganz, oh, ganz viele verschiedene. Oh, schaut mal. Oh, hier. Oh, ist das süß. Ja, die zwei sind auch niedlich. Genauso wie diese Little Twin Stars. Sind ja auch so süß. Oh, hier schaut mal. Da guckt sie irgendwie ganz traurig, ne? Mit ihren Häschen da im Arm und hier oben die Schmetterlinge und so. Hier so ein bisschen Winter. Hier sind alle beide mit. Häschen und Hündchen. Oh, die sind echt niedlich. Aber irgendwie gucken die auch so ein bisschen traurig. Kann das sein? Oder jetzt hier vielleicht nicht so? Sind das auch Amy und Tim? Ja, das sieht jetzt so ganz anders gemalt aus. Häschen sitzt auf dem Kopf und. Oh, echt schön, ne? Das hier ist besonders toll irgendwie. Ich weiß nicht, das ist gerade so. Das gefällt mir besonders gerade. Oh, so süß. Meine Güte, meine Güte. Nochmal hier. Oh, nee. Du Verrückte. Na, ich schneide das lieber auf, damit ich den Aufkleber nicht kaputt mache. Ach, die Schere ist so spitz. Piekt man sich um. Guck mal, wie spitz die Schere ist. Oh, die ist echt richtig. Geil. Das ist auch schön hier. Ja, bei dem großen Paket werde ich noch den letzten Teil dann machen. Krass. Das sind so richtig harte Papiere, wie so wie Visitenkarten fast so. Richtig auch schön hier. Oh, hier, guckt mal. Das ist auch ein schönes Motiv. Ja, habe ich das jetzt alles hier hinten hingehalten und ich habe gar nicht gesehen? Na, das ist ja auch wieder schlau von mir. Och, och, wird er schlau. Papierfliegerchen.
das ist einfach nur so drollig. Beim Picknick mit Hündchen, oder? Haben die hier einen Picknickkorb? Ja, sieht so aus. Ach, Svanja, du Verrückte. So geil, so viel. Gott, und dann sind hier halt noch, weiß ich nicht, Briefpapiere oder so. Oder Briefumschläge oder beides. Sind das immer dieselben? Ach, ich gucke jetzt einfach rein. Wäre ja blöd, wenn ich jetzt hier nicht reingucke. Vielleicht sind es ja auch wieder so verschiedene. Ah, dieses blöde Pflaster hier. Oh, ganz traurig. Oder sehe ich das gerade? Oh, das ist ja süß. Mit einem richtigen Petticoat, ne? Oder so. Sieht cool aus mit dem Rock hier. Aber die gucken doch schon ein bisschen traurig, oder? Habe ich, weiß ich nicht. Nicht auf jeden, aber öfter mal so. Oder ist das einfach nur denen ihr Gesichtsausdruck? Oh, ganz niedlich hier beim Kuscheln mit Häschen. Oh, süß, ne? Wie das Häschen ja dieses Pfötchen auf den, so, auf dem Bettzeug hat. Hier will er sie gerade besuchen, hat Blumen mitgebracht und das Hündchen dabei. Wir gehen jetzt spazieren, Hündchen ist dabei und sie hat ihr Häschen mitgebracht. Oh, das ist so süß. Bei der Verabschiedung noch ein Küsschen. Ja, und jetzt ist er weggegangen, ne? Jetzt guckt er traurig. Oh, das ist so niedlich. Oh, hier wie sie auf der Wolke sitzen als Engel. Kann man doch nicht verwenden. Jetzt mal im Ernst. Ich würde das nicht mal weggeben. Nee. Nee. Ach, ich weiß, man kann nicht alles aufheben. Es geht nicht. Aber so süß, ja. Ach, das schnucklig. Also wenn es das jetzt so in den normalen Läden geben würde jetzt. Mal angenommen, man geht zu Müller und da gibt es sowas. Ich würde mich dumm und dämlich kaufen, wirklich. Es ist schon besser, dass ich an sowas... Na, jetzt wird das hier nicht mehr reingehen. Es ist schon besser, dass ich an sowas nicht so rankomme, weil ich glaube, ich würde, ja, zum Kaufwani werden oder so. So, und jetzt haben wir noch das Letzte. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier mit... Das sieht so groß aus. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Irgendein Gefühl habe ich. Und deswegen denke ich, dass es besser ist, vielleicht noch einen Teil zu machen. Oder doch nicht. Ich glaube, da reicht jetzt keine 10 Minuten mehr. Oder? Ich weiß nicht. Oh, guck mal, was hier alles dranhängt. Ja, es ist ein kleiner Fisch. Oder irgendwie so. Mm. Oh, das sieht wirklich so hübsch aus. Was mache ich denn da jetzt? Verdammt. Ja, nee, ich mache eine Pause. Ich mache eine Pause und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Im vierten mittlerweile, ne? Oh je, ja, im vierten Teil. Bis dahin, tschüss.